Wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei 7 Days to Die. Bei mir geht's direkt weiter mit der Aufnahme. Ich habe kurz überlegt, eine Pause zu machen oder aufzuhören, aber nee, ich habe gerade Lust und vorbereiten musste ich sowieso, da ich wochenendstechnisch weg bin. Ich will jetzt erstmal Wasser holen gehen. Das ist jetzt gerade einer der nächsten Punkte. Wir sollten vielleicht hier oben auch den Gang wegmachen. Das ist jetzt gerade so einer der Punkte, die ich jetzt verfolgen möchte. Mach doch einfach mal das Ding da bitte hin. Vielen Dank. So, dafür brauchen wir einen Eimer. Genau. Ein Bucket. Reicht einer, dann machen wir zwei. Ich glaube, wir machen sogar sicherheitshalber zwei. Einfach nur, weil ich nicht weiß, ob das langt. Ich habe es schon nach oben gebracht. Ich bin so vorbereitet. Ja, die Treppe nicht, das hier. So, das heißt, wir machen jetzt einen kurzen Ausflug in die Wüste, wenn ich denn hier. Ja, schön. Schön am Rumfailen. Falsche Seite, wir brauchen noch einen. Machen hier aus jetzt noch diese Dinge, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passt perfekt. Komm, gib her, dann machen wir nämlich hier den zweiten Eimer. Oh, doppelt Wasser, doppelt hält besser. Du kommst raus. Die leeren Gläser kommen hier rein. Das Eisen kommt hier rein. So, den Bellow nehmen wir mal mit. Wobei, nee, machen wir nicht. Hier haben wir Waffenparts. Die Waffe nehme ich natürlich mit. Man muss ja vorbereitet sein. Auf alle Eventualitäten. Wir bereiten gerade nochmal hier die Axt vor. Das heißt, wir reparieren sie, soweit es geht. So. Einmal bitte auffüllen. Vielen Dank. Dann kriegt die Schaufel auch noch ein bisschen was davon ab. Erde kommt da rein. Die Sticks kommen da rein. So. Und hieraus wird weiter Holz gemacht. Das brauchen wir ja zum Weiterbauen. Perfekt. So. Jetzt wird hier mal geschaut, was da so am Rumkeuchen ist. Und auf die Map, denn wir müssen hier rüber Richtung Wüste. Da ist Wasser. Das ist sogar genau hier lang. Ich hoffe, dass in dieser Nacht, an diesem Tag keine Hundehorde kommt. Das wäre sehr unschön. Aus diesem Grund sollte ich vielleicht sogar eine Waffe hier unten ausrüsten. Weniger dieses Gezeugs da. Bist du geladen? Nein. Aber jetzt bist du's. Bist du geladen? Ja. Und du sowieso. Perfekt. So, jetzt ein Spurt Richtung Wüste. Wir müssen die Zeit nutzen, die wir haben. Und indem wir nämlich immer vorbeischauen. Die Axt werde ich doch mal hier unten ausrüsten. Und zwar eher als die Pickaxe. Damit ich hier noch ein bisschen was an Holz mitnehmen kann. Komm. So, kann ich dich looten? Ja. Nehmen wir mit. Und dann wollen wir mal schauen. Bei mir ist, wie schon angekündigt, dieselbe Aufnahmesession wie schon, oder selber Aufnahmetag wie in der letzten Folge. Sprich, jetzt wird der Vorsprung wirklich etwas größer. Einfacher Grund, wenn ihr das hier seht, bin ich auf einem Junggesellenabschied. Sprich, ich habe gar keine Zeit, irgendwas aufzunehmen. Und das wird dann etwas problematischer. Was ist denn mit dir los? Hast du Probleme? So, mal wieder ein Zombie erlegt, der mir nichts mitbringt. Hey. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen Wasser holen. Mach mir keinen Stress, bitte. Hast du was dabei? Naja. Okay. Ja, mach keinen Stress. Ich komme gleich wieder. Wasser ist gerade wichtiger als du. Ist da hinten nur Steine oder was ist das? Sind das Steine? Das ist ein Vogelnest.
Und Müll. Schlechter Müll. Schade. Hätte mal wissen, was da lassen können. Das wäre sehr freundlich, aber man kann nicht alles haben. Hast du was dabei? Naja, immerhin einmal Holz. Das ist schon mal etwas. Vergammeltes Sandwich. Damit können wir auch leben. Karnickel, du brauchst keine Sorgen haben. Ich habe keine Lust auf dich. Oh, auf den Baum habe ich aber Lust. Da rechts sind auch noch ein paar. Sehr gut. Danke. Ihr könntet auf dem Rückweg für mich interessant sein. Mir geht es erstmal um Wasser. Weil ich möchte mein Wasserreservoir und oben natürlich mein Becken haben für meine Anpflanzungen. Einmal voll trinken, bitte. Und da ist unser Wasserloch. Hallo. So. Perfekt. Vielen Dank. Das war's schon. Siehste, war gar nicht so schlimm, dass ich kurz vorbeigeschaut habe. Und jetzt umdrehen 100 Zombies. Nein. Schwein lasse ich gerade mal Schwein sein, sonst weiß ich, wie das endet. Ich renne ihm die ganze Zeit hinterher. Töte es dann wahrscheinlich und krieg's nicht. Oder sonstiges. Shotgun Short Barrel nehmen wir mit. Aus dir können wir, glaube ich, Eisen machen. Müssen wir mal gucken. Wenn das geht, ist es gut. Wenn nicht, dann bist du nutzlos. Nicht nutzlos ist das Holz hier. Wenn wir noch ein bisschen was mitnehmen. Danke. Einmal, das reicht mir. Haben wir hier nicht irgendwo noch einen Rest gehabt? Nein. So, und da sieht man halt viel, viel schneller daraus das Holz gemacht. Als aus diesen anderen Dingern da. Von daher Zeitersparnis. Und das ist natürlich Geld, mehr oder weniger. Ja, 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 ja. Ich hab dich auch gern. Eine Feder. Und ein leeres Nest. Da war ich gerade. So. Jetzt wird da oben dann ein bisschen gebaut. Müssten wir mal schauen, wie wir das genau machen. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt. Gerade was unten die Forges angeht. Die Küche würde ich nach oben verlegen wollen. Dafür bräuchte ich kleine Steine. Ein paar habe ich noch. Die großen Steine will ich ja verwenden für Zement. Aber egal. Da kommen wir schon noch zu. Es ist schon eine Art Kunst, dieses Haus. Wenn ich es selbst gebaut hätte, wäre ich sogar stolz drauf. Da das aber schon generiert war, ist das wieder eine andere Geschichte. Etwas weniger schön wird es dadurch trotzdem nicht. So, unseren Aufgang hier wieder machen. Da müsste ich mir auch einen besseren Weg einfallen lassen. Möglich wäre natürlich so eine eigene, wie heißt's? Na komm, ein eigenes Höhlensystem mit einem Notausgang quasi. Ist aber halt auch wieder mit Arbeit verbunden. Ich weiß nicht, ob ich Lust darauf habe, wenn ich ehrlich bin. So, wir haben schon einiges an Federn gesammelt, damit ich auch auf die Armbrust gehen kann. So, du musst natürlich weg, du musst weg, du musst weg. Das ist ganz klar. Ihr könnt da nicht bleiben. Die Waffen brauchen wir nicht mehr. Wir sind wieder zu Hause, das heißt einigermaßen in Sicherheit. Wir brauchen das Aufwertwerkzeug. Und den Dreck. Den Dreck. So, mal schauen, ob das reicht. Hier aufwerten, da aufwerten.
Ich hoffe, dass das Holz jetzt hier zum Aufwerten soweit reicht. Sonst müsste ich nochmal losgehen. Das ist unschön. So, hier oben schön Gras gewachsen. Tolle Sache natürlich. So. Wir könnten sogar die Reihe hier wegmachen. Da wir hier eh sicher sind für Spiders. Aber mal schauen. Wir brauchen zunächst einmal Erde. Und die kommt hier hin. 1, 2, 3. 3. Oh, ich glaube, ich hab's. Verkehrt rum. Ramp brauchen wir. Genau, verkehrt rum. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ramps. Ich denke, ihr wisst, worauf es hinauslaufen wird. Wir machen nämlich hier dicht. Machen da außen allerdings einmal das Wooden Shingles-Dach weiter, zumindest für eine Etage. Oh, wir könnten das sogar komplett ausweiten. Also genau auf denselben Stand bringen wie da draußen. Wobei das zu kompliziert wird auf der rechten Seite. Hier ging's. Aber hier ist nicht so schön. So, die raus. Jetzt brauchen wir noch die. Nein, nein. Corners brauchen wir. Die Frage ist nur. Ja, die hier. Dafür brauchen wir Wooden Shingles. Das heißt, wir brauchen wiederum eigentlich mehr von den Frames. Oder? Ich habe das Ding leider nicht auswendig im Kopf. Ah, so. Davon müssen wir dann zwei machen, dann glaube ich, geht das. Ich habe das leider nicht im Kopf. Ich gebe es zu. Sehr ärgerlich. Komm, machen wir hier. Zack. Hat natürlich überhaupt gar keinen Nutzen, was ich jetzt hier mache. Aber so ein gewisses Maß an Ästhetik versuche ich dann doch in meine Bauten hier mit reinzubringen. Ich muss dann hier oben natürlich noch einen Zaun rumziehen. Das ist mir auch klar. Nicht, dass ich da irgendwie runterrenne. Den kann ich aber dann praktischerweise hier von außen, also vom Dach aus, an die Seite hier anbringen. Damit bleibt nämlich der Weg, auf dem ich stehe, immer noch perfekt bündig. Das bedeutet, ich habe hier keine Kanten, an denen ich hängen bleiben kann. So, mache ich aus die jetzt guten Dingens hier. Mach ich dich. Aus drei. Das war wieder klar. Dann machen wir noch eine. So, wir gehen nochmal runter. Von unten aufwerten, solange es noch geht. Dann tun wir oben das Wasser schon mal langlaufen lassen. Dann könnte ich sogar anfangen mit dem Pflanzen meines Daches. Dann hätten sie nämlich Zeit zu wachsen. Ich überlege wirklich hier eine ganz kurze kleine Säule mit reinzubringen, um ein tragendes Element zu haben. Da ich doch Sorge habe, dass mir das Teil irgendwann wirklich zusammenkracht. Dürfte nicht. Theoretisch. Weil gerade wenn das hier abgegradet ist, eigentlich schon relativ stabil ist. Vor allen Dingen, weil hier ja schon eine tragende Wand ist, die reingezogen wurde. Aber ich bin da ein gebrandmarktes Kind. Müssen wir mal gucken. So, jetzt machen wir aus dir. Nein, machen wir nicht. Eins höher. Sechs Stück, das ist perfekt. So. Hier wird natürlich eine Wand reingezogen. Nein! Das passt nicht. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich muss hier nämlich eine Wand reinziehen, sonst kann ich da kein Wasser laufen lassen. Das ist nicht schön. Das ist aber nicht im Sinne des Erfinders. So, davon brauchen wir zwei Stück. Wir haben kein Holz mehr. Auch unschön. Weil ich mein Holz für solche Sinnigkeiten wie diese Dinger hier aufgebraucht habe. Aber es muss einfach sein.
Na los, passt dahin. Perfekt. Muss einfach sein. Das ist jetzt wirklich ein Tick von mir. Wunderschön. So, jetzt kommt hier nämlich Wasser hin. Und da kommt Wasser hin. Trefft euch. Juhu. So, hier muss der Aufgang natürlich noch angepasst werden, dann dementsprechend. Hier das Loch wieder noch zugemacht, also so ist es nicht, ja. Das wird schon noch kaschiert. Wir müssen dann den Treppenaufgang aber nochmal um eine Kurve mehr versehen. Denn das ist eins dieser Teile, wo ich meinte, das geht überhaupt nicht. Dass ich hier so über so eine Kante machen muss. Das geht einfach nicht. Das gehört da nicht so hin. Deswegen muss die Treppe hier wieder weg. Und der Block, auf dem ich gerade stehe, muss weg. Der hier muss weg. Das heißt, die Torch muss um eins runtergesetzt werden. Glaube ich, wenn ich das richtig sehe. So, oder? Nee, geht. Weil hier muss dann ein Zwischenschritt hin gemacht werden. Kommst du hoch? Gleich zwei. Macht Holz. Los. So. Wir müssen natürlich dann auch nochmal Wasser holen gehen. Einfach nur, um mein Trinkreservoir auffüllen zu können. So, dann kommt nämlich hier eine Treppe hin. Und jetzt sind wir da. Und hier müsste ich die beiden raushauen, um da Ecken reinzumachen. Das sollte auch halten. Bringt mir sogar noch mal ein bisschen Holz zum wieder aufwerten. Schön. Dann haben wir nämlich hier auch gleich das hier kaschiert. So, wird aufgemacht. Perfekt. Hier wird dann eine doppelt oder nicht doppelt. Doppelt. Hier kommt eine doppelte Treppe hin. Dann kommt man nämlich hier hoch. Hat hier Platz zum Rüberlaufen. Kann aber hier hoch. Mir fehlt natürlich jetzt noch der Gang hier rüber. Da würde ich gerne diese flachen Holzbretter nehmen, die es früher aus Türen und Tischen gab und solchen Geschichten. Weil die kann ich nämlich dann hier drüber machen. Dann ist unten Wasser und ich kann drüber laufen. Das verdeckt quasi dieses Wasser hier. Das ist etwas, was ich sehr gerne gemacht habe, schon in vorherigen Alphas. So, wir müssen aber hier erstmal wieder ein bisschen was von dem Zeug loswerden. Vor allem von diesem aktuellen nutzlosen Zeug hier. Die brauchen wir nicht. Das Wasser brauchen wir auch nicht. Da habe ich Grünzeug gesehen, oder? So, aus dir machen wir noch ein bisschen Holz. Ich wollte, wenn ich mich richtig entsinne, auch noch eine Gardening Home machen. Ich habe Eisen oben. Merkt ihr das doch mal? Verdammt nochmal. Was ist los mit dir? Hast du doch erst in der letzten Folge hochgetan. Es kann doch nicht so schwer sein, sich das zu behalten. Außerdem warst du noch an der richtigen Truhe. Da, guck. Eins, zwei, glaube ich, sind's. Sticks brauche ich auch. Ho. Genau. Crafte bitte. So, Mais brauchen wir, Kartoffeln brauchen wir. Mehr geht nicht. Tee könnte ich anpflanzen, das brauche ich aktuell nicht. Ich habe noch genug Flowers, unten sind auch noch welche. Ich habe auch noch Tee. Einmal wieder auffüllen. Kaffee geht, glaube ich, auch auf anpflanzen, oder? So, ich nehme an, dass das der Gorondor wüsste. So. Einmal hier rum. Und dann fangen wir nämlich hier an. Die Frage ist nur noch, geht es mit links oder mit rechts? Mit rechts. Genau. So, dann haben wir hier nämlich eine Kartoffel hin. Noch eine Kartoffel hin. So. Der Weg hier übers Dach gefällt mir noch nicht ganz, aber
Nein, es hat mir meine Kartoffel gefressen. Ich hasse es. Friss mir nicht die andere Kartoffel auch noch. Da werde ich jetzt mit Absicht nicht mehr hingehen. Ich bleibe jetzt hier. Gehst du noch? Komm. Du gehst noch. So, jetzt machen wir hier nämlich Mais. Ich glaube, das muss versetzt sein, kann das sein? Zumindest hatte ich das in den vorherigen Alphas oftmals so, dass es sich gegenseitig zerstört hat, wenn ich direkt nebeneinander gesetzt habe. Ich glaube, man muss das jetzt hier wirklich in so einem Fünferfeld anbringen. Dann könnte ich es hier anbringen. Wenn ich natürlich hier gerade Schwachsinn erzähle, korrigiert mich einfach. Ich kann nur das wiedergeben, was ich in Erinnerung zu haben scheine. Oder glaube, um genau zu sein. Wir haben 21 Minuten in der Folge. Es wird aber schon wieder Nacht gleich. Das heißt, ich kann hier nicht mehr so viel machen. Also weggehen kann ich sowieso nicht. Ich werde jetzt hier noch restlichen Felder bearbeiten, soweit es geht. So. Ich habe dieses Anbauen aber schon seit, glaube ich, zwei Alphas nicht mehr so praktiziert, wie ich es früher immer gemacht habe. Ich hatte halt früher auf jeden meiner Spielstände wirklich eine große Anlage an Pflanzen quasi gehabt. Einfach nur, weil ich das praktisch fand. Da hat man sich selbst versorgt. Man musste ab und zu mal ein bisschen vielleicht Hirschfleisch holen gehen und dann eben da mal ein bisschen was hinbacken. Hinköcheln. Komm, Pflanz bitte. Vielen Dank. So. Na komm, was ist denn los? Geht doch. Hier auch noch. Ab und zu will er irgendwie nicht. Das hat er aber auch bei anderen Blöcken. Sehr, sehr eigensinnig gerade. Eigenwillig. Ich hoffe, dass das hier funktioniert und dass wir hier dann schöne Mais- und Kartoffelfelder haben. So, hier muss noch eins hin, dann ist das gut. Ich werde es nicht überstrapazieren. Nicht so wie du meine Geduld. So, hier könnten wir offen lassen, könnten hier natürlich auch das Dach fortsetzen. Da habe ich natürlich jetzt schon Müll gebaut. Theoretisch. Ich glaube, hier kann ich zumachen. Das sollte vom Weg her gehen, oder? Ja, das geht auf jeden Fall. Da können wir nämlich das hier wieder schön abdichten hier. So, hier müssen wir mal schauen, wie wir das vom Schutz her machen, weil das dann doch zu offen ist im Notfall. Auch weil ich hier runterfallen könnte und ich will das ja schon einigermaßen realistisch halten, das Ganze. So. Hier oben gibt es natürlich auch eine Kiste. Wir machen hier eine Doppel. Nein, nicht da. Wir machen die hier hin. So. Hier einmal aufwerten. Dann stellen wir die Kiste da noch hin. Machen da das hier rein, das hier rein, das hier rein. Und mehr gehört da aktuell nicht hin. Doch, Erde kommt hier noch hin. So. Jetzt ist nämlich Hordenzeit. Und die Zeit in dieser Folge neigt sich wieder mal dem Ende. Ich mache hier noch zu, damit das hier auch schön nicht so zieht. Ich mache mir noch ein paar Türen. Wenn ich es denn in der richtigen Reihenfolge mache, also auf die richtige Stelle mache, das ist so ein Hatch, dann ist sie hier oben. Genau, hier oben ist sie. Drei Türen brauche ich. Das heißt, ich muss am nächsten Tag erst wieder Holz holen gehen. Vorher wird das nichts mit dem Bauen. Weil hier muss zugemacht werden. Da kann ja nicht sein, dass hier offen ist. Es zieht. Heizkosten steigen auch immer mehr. Zwei Türen haben wir. Eine brauche ich noch. Vielen Dank. So. Die möchte ich nach innen gerichtet haben. Die hier auch. Die hier dementsprechend auch in den Raum hinein. So.
Wir könnten mal ganz kurz schauen, ob wir für den Forge alles haben. Ich glaube, man braucht Clay. Aber ich meine sogar, man braucht nicht mal Clay, Lump of Clay, sondern richtigen Clay. Einmal ganz kurz schauen. Ja, man braucht richtigen Clay. Also hier sieht man es, 3 große Steine, 5 kleine Clay. Den Blasebalg sowie ein Pipe. Also kann man sich dann hier auch ohne das Buch inzwischen die Dinger bauen. Das haben sie aktualisiert zu 12.4 hinweg. Ich habe leider wirklich nichts mehr an Holz. Das heißt, ich kann auch gerade nichts machen. Ich kann hier das noch ausfüllen, einfach nur damit es schöner ist. Weil mehr geht gerade nicht. Das hier lasse ich so. Ich finde das mit dem Stein da hinten gar nicht so schlecht. Oh, jetzt kommt's. Bass auf. Nein. Ich bin es gewohnt, dass es unten reinzieht. Hier kommt jetzt ganz groß einmal das hier hin und... Tada! Wunderschön, oder? Jetzt können wir sogar noch einen draufsetzen auf die ganze Geschichte. Der kommt da hin. So, wunderschön. Oh, wie toll. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Freut euch hier über die Fortschritte. Hofft, dass das hier wächst und alles. Nächste Folge wird sehr wahrscheinlich wieder um den Aufbau da unten gehen. Erstmal Holz holen. Ich werde dann aber erst um 6 Uhr morgens in die Folge einsteigen. Kann also sein, dass ich vorher schon ein bisschen Holz holen gegangen bin da draußen. Weil sonst wird es echt problematisch mit den Folgenlängen. Ich möchte sie ja nicht auf halbe Stunde ausweiten. Mir ist sowieso bewusst, dass die Folgen nicht bis zum Ende geguckt werden. Das heißt, nicht jeder schaut bis hierhin. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.